Filme, Serien, Nerdgequatsche mit zwei Typen auf der Couch und viel Liebe zu Willkommen bei Kino Plus. Ich hoffe, das reicht jetzt wirklich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, einem kleinen plauschigen Talk über Filme, Serien und so viel anderes, was unsere Liebe zum Bewegtbild irgendwie entspricht. Nicht wahr? Was passiert, wenn man einen Facehugger vielleicht an sein Gemächt macht? Vielleicht ist es gar nicht scheiße. Aber der füllt ja was rein. Ans weibliche Gemächt. Die können sich vielleicht freuen. Ey, ich habe eine wichtige Erkenntnis, beziehungsweise eine Sache ist mir aufgefallen, wo ich mich gefragt habe, warum ist mir die vorher noch nicht aufgefallen? Beziehungsweise wieso haben wir da noch nie drüber geredet? Ich habe letztens Sky geguckt und da ist ja jetzt gerade wieder so Star Wars Wochen oder so, da gibt es ja so einen Sender. Ja, da gibt es einen Sender, der zeigt jeden Star Wars Film irgendwie rauf und runter. Und ich habe eingeschaltet, als das Imperium schlägt zurück lief. Und da war. Wie heißt der Film? Das Imperium schlägt zurück. Und Empire Strikes Back. Ja. Und da war die Szene: I love you, I know. Ja. Und Han Solo wird in den Carbonitschacht quasi runtergelassen und hat die Handschellen, also hat die Hände in Handschellen. Und hat er, das hat er nicht, wenn er. Und wenn er rauskommt, macht er so. Ja. Aber ganz ehrlich, ja, ist richtig. Nur, das hat jetzt 30 Jahre gedauert, bis du drauf gekommen bist. Ja. Insofern zeigt das ja, dass es so ein bisschen vernachlässigbar ist. So. Weil es kann ja auch sein, dass da irgendein Mechanismus ist, dass die dann runterfallen oder so. Ich habe auch gedacht, abfallen, okay, vielleicht durch diesen, sag ich mal, doch relativ schnellen Kälteprozess sind die halt einfach zerbröselt. Und er konnte dann halt gerade einfach nochmal so hier die Hände hochmachen und sagen, ah, scheiße. Ja, es können ja auch digitale sein, wo dann einfach klickt, die, warum auch immer. Ja, eigentlich, schon, die haben sich einfach gedacht, dass es geiler aussieht, wenn er so da. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, aber es gibt Filmfehler in Star Wars. Naja, gut. ich wollte auch nochmal sagen, also es ist mir halt einfach nochmal aufgefallen und man merkt, wie oft man einen Film gucken kann, ohne dass es einem auffällt. Ja, und dann irgendwann einmal macht's Klick so. Ja. Das ist so wie bei Indiana Jones in der letzte Kreuzzug, als er da an dem Panzer hängt. Mhm. Weißt du, an diesem Rohr, wo der Panzer dann dicht an diesen Felsen lang fährt und dann die ganze Erde auf ihn runtergeschüttet kommt. Der hängt er ja in seinem Gurt, in seiner Tragetasche drin. Ja. Aber wenn er hochkommt. Ja, aber gut, da sind Filme voll von. Ja, ich weiß. Aber das sind so Sachen, die findest du beim ersten Mal richtig geil. Oh, Indy hängt da irgendwie an dem Panzer, an dem Rohr dran. Oh, alles übel, ja, jetzt wird er gleich zerquetscht und so. Und dann geht er hoch und du freust dich, geil, Indy ist wieder da, jetzt macht er sie alle fertig. Und irgendwann Jahre später, mit einem gewissen Abstand, merkst du eigentlich, der hätte eigentlich gar nicht hier hochkommen können. Das ist nur ein Film. Das ist gar nicht wirklich passiert. Ja, verdammt. Apropos Film. Apropos Film. Was hast du als letztes gesehen, Eddie? Ich habe als letztes gesehen Don't Breathe. Und? Hat mir sehr gut gefallen. Ne? Ein wirklich, bin ja bei Horrorfilmen immer skeptisch, war auch von Lights Out ein bisschen enttäuscht. Oder was heißt enttäuscht, fand ich jetzt nicht so, ich fand den auch erstaunlich ungruselig, weil du halt bei Lights Out, den ich auch halt gerade kürzlich gesehen habe, das ist halt ein Gimmick, was für einen Kurzfilm super ist, aber meiner Meinung nach halt nicht den ganzen Film trägt, weil es ist halt immer das Gleiche, so im Dunkeln eine schemenhafte Bewegung, Licht geht aus, ist da, Licht geht an, ist er weg. Ich sage nämlich an den Badesalz-Joke, stehe ich auf, hör's auf, setz ich mich hin, lachen's, egal. Wie komme ich da jetzt drauf? Bei Don't Breathe fand ich. Hab ich. Papa, don't breathe. Heute ist der Wurm drin. Leute, ich bin wirklich komplett übernächtigt oder unternächtigt? Übernächtigt, glaube ich, ja. Aber da, ja. Also aber jetzt sag auch bitte warum. Naja, weil ich gestern lange gemacht habe. Also ich habe ja Bonjour gemacht, heute Morgen schon ganz früh hier als erster schon Let's Play aufgezeichnet und dazwischen Battlefield 1. Ja, trotzdem. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin ein bisschen durch den Wind. Also, Don't Breathe fand ich einfach auf vielen Ebenen richtig gut. Zum einen einfach mal eine relativ frische Idee, so.
Es geht relativ schnell zur Sache. Es wird nicht irgendwie lange mit irgendwelchen Horror-Tropes rumgespielt, die du schon 80.000 Mal gesehen hast und dir denkst, oh, jetzt, ich weiß eh, wie es jetzt weitergeht. Sondern der Film schafft es immer wieder auch zu überraschen. Also wirklich, auch dass nicht eindeutig am Anfang so richtig klar ist, sage ich mal, wer ist eigentlich der Böse? Also in dem Ganzen. Ja. Sondern also wir haben da den ja, glaube ich, auch sogar schon hier besprochen. Ne? Deshalb kann man ja, ja ein bisschen erzählen. Es geht halt darum, dass so eine Dreier-Gang, die halt ihre Penunzen verdienen, indem sie Einbrüche machen, feststellen, da gibt es halt so einen Typen, einen Ex-Veteran, der irgendwie richtig viel Kohle geerbt hat, die wohl angeblich bei ihm im Haus ist. Und dieses Haus ist in einer komplett runtergekommenen Straße, wo im Prinzip keiner mehr wohnt. Nur noch er wohnt in diesem Haus. Und er ist auch noch blind. Also das perfekte Ziel eigentlich, um einen coolen Einbruch zu machen. Und dann brechen sie halt bei dem ein. Und der Typ ist aber halt einfach mal Badass Mac Johnson. Und die kommen im Prinzip nicht mehr aus dem Haus raus. Findet quasi auf engstem Raum alles statt und es wird sehr viel gespielt mit, dass der Typ halt blind ist, aber dann, wenn das Licht ausgeht, natürlich rein von den Sinnen her auch dann Vorteile hat gegenüber den anderen und es ist einfach sehr spannend inszeniert, sehr abwechslungsreich, es ist stylisch, Kamerafahrten und alles, es ist wirklich toll inszeniert, der macht wirklich von Anfang bis Ende Spaß, er hat im Mittel bis im letzten Drittel auch nochmal einen richtigen Twist drin, den man auch wirklich einfach meiner Meinung nach nicht drauf kommt und der einen wirklich erstmal dann so, what the fuck. Ja, vor allem ist der auch echt relativ heftig. Ne? Ja, der ist heftig und der wird auch dann, also in richtiger Konsequenz, also da passieren dann Sachen, wo du denkst, alter Schwede, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Teilweise also wirklich eine der ekelhaftesten Szenen, an die ich mich seit langem erinnern kann. Der ist einfach echt ganz gut. Es gibt hier und da gibt so 2-3 Stellen, wo ich mir denke, naja, da hätte sie sich vielleicht ein bisschen schlauer anstellen können. Aber dann kannst du ja auch immer mit argumentieren, ja, wenn du in so einer Situation bist, dann ist es natürlich auch immer was anderes, als wenn du als Zuschauer sagst, also da würde ich jetzt links gehen statt rechts. Das ist dann immer so, kann man immer so leicht sagen, wenn man im Kinosessel sitzt. Aber als jemand, der sich mal so erschreckt hat in einem Hotelzimmer, weil Budi plötzlich reinkam auf der Gamescom, verschreckt, rückwärts mit der Zahnbürste im Mund rückwärts gestolpert, aufs Bett geflogen ist und sich fast den Kopf aufgeschlagen hätte, bin ich der Letzte, der irgendwie sagen kann... Nachts oder morgens? Nee, das war nachts. Das war auf der Gamescom. Es war in meinem Hotelzimmer und wir haben da halt noch abgehangen. Und dann hat Budi gesagt, also Simon und Nils waren auch noch da. Und dann hat Budi gesagt, er geht jetzt. Und das Badezimmer war direkt neben der Eingangstür. Und Budi ist halt gegangen. Ich habe gesagt, tschüss, und bin ins Badezimmer und habe mir die Zähne geputzt. Und Budi hat aber was vergessen und ist wieder reingekommen. Aber normalerweise kannst du eine Zimmertür von außen vom Hotel nicht aufmachen. Deshalb, in meinem Kopf konnte da niemand sein. Und dann komme ich halt mit der Zahnbürste raus, weil ich irgendwas zu Nils und Simon sagen wollte. Und dann stand plötzlich Budi da. Aber ich hatte die Tür gehört. Aber der hat die Tür von innen zugemacht. Weißt du? Und ich dachte, er ist rausgegangen, also kann da keiner sein. Er hat die Tür von innen zugemacht und stand da. Und ich komme halt raus mit der Zahnbürste, sehe ihn und erschreckt mich so krass, dass mir die Zahnbürste aus der Hand gefallen ist. Ich bin so nach hinten getaumelt, da lag ein Rucksack. Bin ich rückwärts über den Rucksack gestolpert und aufs Bett gefallen. Die Zahnbürste lag irgendwo anders. Ich hatte Schaum im Gesicht von der Zahnpasta. Nils und Simon haben schreiend vor Lachen auf dem Boden gelegen und Budi. Und es war halt mit die uncoolste Aktion meines Lebens. Ich glaube, ich habe sehr viel Respekt bei den Jungs damals eingebüßt, weil du kannst dann nicht mehr, weißt du, kannst nicht mehr der harte Kerl aus Frankfurt sein, wenn sowas passiert. Wenn der Asiate im Dunkeln dich erschreckt. Ne? Ja, und auch so wirklich wie ein Mädchen geschrien, Zahnbürste weg, rückwärts geschaut. Also wirklich aus wie so ein Peter Sellers-Movie, wie Pink Panther, der in einen Eimer tritt und noch gegen die Wand läuft, so ungefähr. Ja, egal, auf jeden Fall toller Film, wirklich, den kann ich wirklich weiterempfehlen. Das ist, glaube ich, auch ein Film, läuft nicht mehr im Kino, ne? Nee, läuft nicht mehr im Kino. Muss man sich jetzt wohl wahrscheinlich dann ein bisschen auf die DVD und VOD. Na, das ist auch ein guter Film Premiere. Fürs Kino, glaube ich, gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe den sogar im Kino 2-mal gesehen, weil ich den so gut fand. Und stehe ich auch voll dahinter. Also gehört für mich auf jeden Fall zu den schöneren oder besseren Horrorfilmen des Jahres. Absolut, absolut, ja. Und wie gesagt, ja, Westworld habt ihr jetzt schon ohne mich drüber gelabert. Fand ich jetzt die dritte Folge, war die schwächste bislang. Die war jetzt nicht schlecht. Das ist immer noch Jammern auf hohem Niveau, aber
Hat ein bisschen Pacing, ja. Also ein bisschen Lows Pacing gehabt. Konnte nicht mehr so das Pacing von den ersten beiden mithalten, was aber auch okay ist, ne? Das ist ja auch. Irgendwann muss man ja auch ein bisschen runterfahren. Also man kann nicht immer bam, bam, bam. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, warst du mit dabei? Es ist so irgendwie wie Tim, unser Kollege Tim Heinke mal irgendwie gesagt hat, eigentlich bei so einer Serie ist ja das Entscheidende der starke Anfang und ein starker Abgang. Ne? Also ob das, wenn das dazwischen irgendwie langweilig war, ist dann im Endeffekt nicht mehr so relevant, weil du dich meistens immer nur an den Anfang und das Ende erinnerst. Ja gut, bei Lost war es ja eher der Weg des Ziels. Ja. So, ne? Aber ich finde, es ist jetzt auch nicht scheiße oder langweilig oder so. Da passieren genug Sachen, die dir immer noch. Also die Welt wird immer größer und es wird immer mysteriöser und immer mehr Figuren tauchen auf und du fragst dich halt schon alles, wie hängt es zusammen. Und es ist aber natürlich eigentlich unmöglich, weil wenn die Serie ist ja, glaube ich, auch 5 Staffeln erstmal oder sowas, habe ich irgendwie gehört, dass es 5 Staffeln geben soll. Und das heißt, wir haben jetzt 3 Folgen von 50 oder was gesehen. Also wer weiß schon, was noch alles passiert. Ja. Und laut der Filmvorlage muss man ja sagen, da ist ja nicht nur ein Western-Setting. Ne? Genau, genau. In der Filmvorlage gibt es ja auch ein Mittelalter-Setting und ein Zukunfts-Setting oder was? In Future World habe ich jetzt nicht gesehen. Also Ritter weiß ich noch. Und ich glaube, ja, Future World, also beziehungsweise es gibt ja auch noch den Film Future World. Ja, da sind noch ein paar auf jeden Fall. Und ich meine, die haben ja auch schon gesagt, dass sie in den nächsten Staffeln irgendwie auch andere Szenarien irgendwie haben in Betracht ziehen können. Ja. So, ja. Also wer weiß, was da noch alles passiert und wer was ist. Und aber die Thematik ist halt mega geil. Auch wenn sie nicht komplett neu ist. Ne? Also, nö. Aber ich bin halt jetzt gespannt. Ne? Also es gibt natürlich schon verschiedene Theorien, die ich jetzt hier am besten nicht irgendwie äußern möchte, weil gerade was die Rolle von Ed Harris anbelangt, da haben wir ja schon per WhatsApp irgendwie drüber gesprochen. Ich bin da auch mittlerweile echt bei dir. So. Das ist, ich glaube, er ist diese eine. Ich fände es ein bisschen schade, wenn es diese eine Figur ist. Aber nichtsdestotrotz sieht es danach aus. Und ich fände es jetzt auch nicht schlimm. Ja. Ja, aber auch wie gesagt, auch da, es ist alles noch so früh. Ich meine, überleg mal, wie man in den ersten Staffeln von Lost gedacht hat. Man hat es durchschaut und wüsste, was Sache ist. Und am Ende war es halt einfach eine Wolke, die den Stöpsel gezogen Wobei hat. Wobei ich jetzt aber auch sage, die ein Stöpsel war. Oder die ein Stöpsel war, ja. Ja. Wobei ich jetzt aber auch sage, bei Lost hat man ja irgendwann gemerkt, dass sie da so ein bisschen das zum Prinzip erhoben haben, dass man dem Zuschauer immer wieder ein Mysterium nach dem anderen vor den Latz ballert. Ja, aber die Theorien, die du, also allein diese Statue, die 4 zähige Statue. Was haben die Leute alles fabuliert, dass das mal eine Unterwasserwelt war oder dass was aus dem Himmel gefallen ist oder dass es Alien. Also da gab es ja die wildesten Theorien und am Ende war es halt gar nichts. Nee. War halt einfach. Pff. Es wurde nicht mal mehr aufgelöst. Nee, es ist einfach nur, ja, da geträumt oder was weiß ich, ist auch scheißegal. Du kennst ja also, Jacobs Faible für Zahlen. Ja. 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 So, Eddie. Kategorie. Rubrik. Jetzt. Billig oder willig? Da bin ich ja mal gespannt, was ich hinterm roten Vorhang finde. Ja, nachdem wir uns die letzten Male so ein bisschen mehr in die Trash-Ecke begeben haben, haben wir jetzt mal gedacht, komm, gucken wir mal 2 Poster uns an, die jetzt gerade frisch rausgekommen sind und die schon ein bisschen in mehr die stylische Richtung verfolgen. Jemand hat uns, oder ich glaube 2 Leute von euch, haben mir per Twitter zumal einen Artist irgendwie oder eine Seite weitergeleitet, auf der ein Künstler jeden Tag ein alternatives Movie-Poster oder Filmposter veröffentlicht. Mhm. Da sind geile Sachen dabei, da werden wir demnächst auch noch mal welche von nehmen. Die sind halt nicht offiziell. Aber kennst du die Seite? Oder kannst du die? Also ich habe die jetzt nicht im Kopf, das war jetzt irgendwie so eine Imgur-Seite. Aber da, oder ich habe, nee, es war eine längere URL, die ich jetzt wirklich nicht rezitieren kann. Aber da waren schon richtig schöne Sachen dabei, da werden wir demnächst auch mal was ausdrucken. Also wir haben euch nicht vergessen, liebe Leute. Aber jetzt haben wir erstmal 2 aktuelle Plakate genommen. Und das eine ist von einer Fortsetzung. Nee, sind beides Fortsetzungen. Sind beides Fortsetzungen. Und wir fangen mal mit dem an. Ja, ein Film, den ich persönlich, dessen Hype ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber jetzt von vielen Leuten doch erwartet wird. Ta-ta-da! John Wick 2 kündigt sich an. Mit ziemlich vielen Knarren um ihn herum. Mhm. Gut. Will ich. Also Wandhängen? Jetzt anhand vom, also das Poster, das finde ich ganz cool. Also den Shot finde ich ganz cool. Sieht schlecht aus für ihn, muss man an der Stelle einfach sagen. Er hat ein bisschen Probleme, würde ich sagen. Hast du die Story mitbekommen? Nee. Die Story ist halt irgendwie jetzt gerade so für mich im Vorfeld ein bisschen Knackpunkt, weil es geht wohl darum, dass er seine Katze gestorben ist. Nee, das wäre ja richtig geil.
Wenn er sich eine Katze geholt hätte und die wäre dann tot und dafür würde er sich jetzt nochmal rächen, das fände ich irgendwo witzig. Aber jetzt geht es darum, dass er aufgrund eines Blutschwurs verpflichtet ist, einem Freund zu helfen, der irgendwo in Südostasien ein Killerkartell übernehmen soll. Mhm. Und John Wick muss ihm halt helfen. Das besagt irgendwie die Ehre bzw. irgendein Eid, den er mal abgelegt hat. Okay, also ich meine, ich habe ja so meine Probleme mit dem ersten Teil. Ich kann den Hype nicht so ganz verstehen. Ich auch nicht. Ich fand den mittelmäßig at best. Ich fand vor allen Dingen, das CGI-Blut hat mich mega gestört in dem Film. Im Prinzip ist es eine Kopie von einem, oder eine schlechte Kopie von einem guten John Woo-Film. nur, dass es bei John Woo einfach tausendmal geiler aussieht. Und da frage ich mich dann immer so, wenn ihr schon kopiert, wenn ihr schon mehr oder weniger imitiert, dann macht es doch irgendwie geiler oder habt den Anspruch, es ebenbürtig zu machen. Aber ja, wenn ich an The Killers denke oder so, und wenn bei John Woo einer abgeknallt wird, das sieht heute noch, 30 Jahre später, so unfassbar gut aus. Und dann sehe ich dieses lupenreine CGI-Blut und diese Choreografien, die so eben so choreografiert auch aussehen, ja. Die sehen nicht aus, als ob da ein Gunfight ist, wo gerade alles Mögliche passiert und du musst als Schütze improvisieren und, oh, jetzt bin ich hier hinter der Deckung und mir fliegen die Sachen um den Kopf, sondern es sieht so aus wie so ein Jump'n'Run-Level, wo er komplett, dass er schon 30 Mal gespielt hat und genau weiß und jetzt rutsche ich auf den Knien und so. Ich weiß nicht, das hat, das ist vielleicht unterhaltsam auf irgendeine Art und Weise, aber so aus Actionfilm-Sicht muss ich sagen, hat es mich nicht so krass geflasht, wie die Leute das gehypt haben einfach. Aber so. Bei uns auch in der Redaktion gibt es viele Leute, die finden den ersten echt richtig cool. Mhm. Ich finde es ja auch okay. Also ich meine, ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn Leute den cool finden. Es ist halt nicht meine Form von Action, die ich bevorzuge. Ja, und dann hat sich das noch gemischt mit so einer hanebüchenen Story, woraus ja eine ganze Comedy geworden ist mit Keanu. Ja. Also das muss man ja auch mal betonen hier von Key and Peele. Und dann dieses ganze, also dann dieser Fahrstuhl nach unten in die Untergrundwelt, was schon so Dick Tracy-mäßig war irgendwie. Also keine Ahnung, das waren dann wieder so Elemente, die dem Ganzen noch, also ist das eigentlich ein Comic oder sowas? Nicht, dass ich Comic wüsste. Also ich kenne halt nur einen anderen Film, der war schon ähnlich, der hieß Revenge for Dolly. Ja. Da ging es halt auch darum, dass der Hund von jemandem getötet worden ist und der daraufhin halt Amok gelaufen ist. Also ob aber, da eine Comicvorlage ist, weiß ich aber nicht. Aber diese Szene, wo er dann unten, und da ist dann diese Illegale, da treffen sich nur Gangster in irgendeiner Bar und so, das hatte schon so leicht, ich weiß, also das war für mich schon fast lustig, also unglaubwürdig, aber der Film hat sich halt trotzdem super ernst genommen, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht, vielleicht muss ich ihn auch nochmal gucken oder so. Ja, jedenfalls ist es jetzt, ich gucke mir den an. Ich gucke mir den auch an. Aber wir können auch mal einen Blick in den ersten Teaser werfen, den es dazu gibt. Ach, gibt's schon. Ja, den gibt's schon. The man, the myth, the legend. Welcome to Rome. Italien, nicht Südostasien. Is this a formal event or a social affair? Hauptsache Europa. Hauptsache social. Europa. How many buttons? Two. And what style? Tactical. Mr. Wick, do enjoy your party. How good to see you again so soon. You have no idea what's coming. You want a war? Or do you want to just give me a gun? Whoever comes. Oh. I'll kill them all. Das ist hier die Dame aus Orange is the New Black, dieses Model. The myth, the legend. John Wick. You're not very good at retiring. I'm working on it. Die beiden wieder. Hey,
sieht ein bisschen aus nach More of the Same, ne? Also, aber kennst du dieses Video? Aber Lawrence Fishburne ist ein ganz geil eigentlich. Dass ja, vor allem, also ich hoffe, sie werden es sich nicht nehmen lassen, den ein oder anderen Matrix wegzubringen. Das fände ich schon wiederum. Also fände ich auch gut. Also wenn die miteinander battlen, da hat man ja schon irgendwie Bock drauf. Weil das war damals in Matrix 1 der Grund des Erfolgs, meiner Meinung nach, von Matrix 1 war wirklich diese Szene. Wo sie gegeneinander kämpfen. Wo sie im Dojo gegeneinander kämpfen. Ich kenne keinen, der damals, als er das gesehen hat, das nicht super cool fand. Ja. Also wirklich keiner. I know Kung Fu. Ja. Ja. Das war schon super. Ja, kennst du dieses Video, wo Keanu Reeves über diese Shooting Range da rennt? Ja. Das ist schon geil, ne? Also hat mich schon schwer beeindruckt. Ja, der ist ja eh, also ist ja eh ein stranger Typ. Keanu Reeves ist ja, der hat ja auch diese Filmdoku gemacht, ne? Ja, dieses irgendwas mit Real, glaube ich, oder? Ja, wo er die ganzen Regisseure interviewt hat und so. Und Keanu Reeves ist schon einer der interessanteren Persönlichkeiten. Ist nicht der beste Schauspieler, ne? Kann man wirklich sagen, er ist eine interessante Persönlichkeit, weil der echt abgefahrene Sachen macht, abgefahrene Sachen gut findet, der eine ganz komische Filmauswahl trifft, bei dem weißt du wirklich nie, was dem gerade durch den Kopf geht und was der gerade macht und so. Ich finde ihn einfach als Person, finde ich den interessant, ich mag den eigentlich auch. Auch wenn der nicht besonders viele Filme gemacht hat, die bei mir im DVD-Regal, ich glaube sogar nur Matrix und Im Auftrag des Teufels habe ich noch und Gefährliche Brandung. Ich glaube, das sind die einzigen Keanu Reeves-Filme, die ich habe. Bill und Ted? Nee, fand ich nie so. Ich mag sogar den zweiten. Also. Ich glaube, ich muss den mal auf Englisch sehen. Ich fand irgendwie zum Beispiel Hoshi und so das Wort. Alter, ist doch geil. Alter, wer hat denn, gut, aber wo kommt das Wort her? Das ist die Übersetzung von Dude. Hoshi. Ja, aber wer hat denn Hoshi gesagt? Also ich habe früher auch Hoshi gesagt. Nein. Doch. Ich kenne niemanden, der Hoshi gesagt hat. Doch, wir haben früher alle Hoshi gesagt. Echt? Ja. Also nicht wirklich oft. Chabo war dann eher so das Thema. Ja, Chabo, alter Typ, aber Hoshi kannte ich. Das war irgendwie... Volle Kanne Hoshi, Mann. Ja, nee. Volle Kanne Hoshi, Alter, das ist einfach so uncool, sorry. Bunt ist das Dasein und granatenstark. Ich find's cool. Ich hab echt sehr gelacht mit den beiden Filmen. Naja, so. Gut, auf jeden Fall, was gibt's denn noch sonst von Keanu Reeves? Nix. Doch, da gibt's ja noch einiges. Okay, es gibt natürlich auch echt The Man of Tai Chi hier, ne? Der war echt. Den fand ich grottig. Den fand ich auch übel. Dann hier diesen Sieben Speed Ronin. Natürlich, ne? Speed, okay. Ja. Der war auch noch cool. Oh je. Das wäre jetzt eigentlich eine Aufgabe für Dings, ne? Für Last Man Standing. Ja. Gut, hören wir hiermit auf. Wir sind gespannt auf John Wick, ob er denn diesmal vielleicht doch die Gemüter ein bisschen. Ich meine, ich werde mich jetzt auch dementsprechend einstellen, ne? Also, der wird mich garantiert nicht mehr irgendwie ob des Hypes so verwundern wie jetzt der erste Teil. Weil ich weiß ja, was mich beim ersten Teil, was ich da hatte, und ich werde mich jetzt in den zweiten Teil nicht mehr so rangehen und fragen, oh, warum ist der so beliebt oder sonst irgendwas. Ja. Wir haben auch noch ein anderes Plakat. Jetzt müssen wir schnell machen, bevor wir nochmal in die Werbung gehen. Denn es ist noch ein anderes schickes Ding rausgekommen. Direkt im Anschluss, gestern noch sogar. Das, Guardians of the Galaxy. Das finde ich geil, das Plakat. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es echt auch cool. Vor allem, weil es halt schön ist zu sehen, dass hier Michael Rooker und wie heißt sie? Nicht Zoe Saldana. Wie? Karen Gillan. Und wie heißt ihre Figur? Nebula. Nebula. Das war hier die Schwester von Zoe Saldana in Dings, also Halbschwester, was weiß ich. Die gehören jetzt wohl anscheinend mit zum Team. Und Plakat finde ich geil. Siehst du Groot? Der muss ja ganz klein sein. Ja. Ja, jetzt sehe ich ihn unten. Hier unten beim Fuß von Star-Lord, da hält sich quasi Groot auf. Und es gibt auch schon, also würde ich sagen, das würde ich mir sogar auch in die Wohnung hängen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein cooles Poster. Das kann man sich in die Küche hängen. So. Das Einzige, was der Schriftzug, also da auch mit dem Marvel Studios drüber und dem Volume 2, weil es hätte, also, aber das Poster an sich finde ich schon in der Gesamtkonzeption, weil es halt mal so ganz anders ist. Ja. Das finde ich schon cool. Muss allem, also für mich müsste nur noch dieses Marvel Studios weg. Genau. Dann finde ich es eigentlich echt. Ja, das Marvel Studios stört mich auch ein bisschen. Das Obviously finde ich auch cool. Ja. Und wir waren ja gestern bei Doctor Strange und hatten da das Glück, zum ersten Mal den Teaser zu sehen von Guardians of the Galaxy 2. Aber den haben sie dann auch schon am gleichen Tag ins Netz gestellt. Und den gucken wir uns auch mal schnell an, bevor wir dann gleich mal in die Werbung gehen. Ich hätte ja heute Schlag auf Schlag hier. Okay. Ist das aus legalen Quellen, Alvin? Haben wir echt gerätselt? Was ist das jetzt? Aber jetzt kommt's.
viel Zeitlupe, muss man dazu sagen. Есть два типа существ. Одни танцуют, другие нет. Я понял, да. Я танцор, а Гамора не очень. Твоя дева должна быть убогая, как ты. Спасибо, брат. Тебя обнять? Wurdest du nicht skeptisch, als du die russischen Schriftzeichen gesehen hast? Gar nicht? Breschnev, Breschnev. Tja, man muss dazu sagen, unser lieber guter Albin ist jemand, der zweisprachig aufgewachsen ist und der halt der russischen Sprache mächtig ist und dementsprechend wahrscheinlich... Der merkt es gar nicht, nee. Der hat sich kaputt gelacht über den Trailer. Schade, dann wollen wir den Trailer jetzt nicht vorwegnehmen, sondern suchen jetzt gleich nochmal in einer anderen Sprache. Boah, ich sehe echt fertig aus hier, das ist echt einfach nur ein bisschen heute mal ja, so Ja, du kommst halt aus dem Krieg, Alter. Ja, Christoph Schlingensief-Style hier ja. So. Großer Mann. Wir gehen in die Werbung und melden uns dann zurück mit den Kinostarts der Woche und hoffentlich einem englischen Trailer zu Guardians of the Galaxy. Bis gleich.